Ich sehe eine große Bereitschaft, differenziert über Themen zu sprechen. Also ich sehe auch eine große Bereitschaft, sich dafür einzusetzen, um für mehr Verständigung zu sorgen und auch dafür zu sorgen, dass Menschen wirklich aufrichtig und ehrlich ihre Meinung darstellen können, natürlich mit Respekt. Aber die nötige, ich merke auch hier, dass die Atmosphäre geschaffen wird, eigentlich um die nötige Differenzierung und den Mut, auch mal Dinge anzusprechen, die unangenehm sind, die wir gemeinsam angehen müssen, weil eine Gesellschaft kann sich nur ausgestalten, wenn man dann im Dialog bleibt, und eine Gesellschaft kann sich nur formieren, wenn man kritisch mit den Debatten umgeht und sich auch kritisch selbst reflektiert. Und ich denke, das sind wichtige Schritte, die in diese Richtung gehen.